Was geht ab, Leute? Willkommen zu Inside Super League. Nachdem sich die Türkei für die WM-Playoffs qualifiziert hat, war die Freude bei den meisten Türken natürlich groß. Man war schließlich seit knapp 20 Jahren nicht mehr so nah an einer WM-Teilnahme gewesen. Dennoch könnten in den Playoffs große Brocken wie Italien oder Portugal auf die Türkei warten. Wenn es richtig blöd kommt, könnte die Türkei sogar auf beide treffen. Das hoffe ich jetzt aber mal nicht. Aber bis März ist im Endeffekt noch eine Menge Zeit. Wie zufrieden ist denn aber Stefan Abi mit der momentanen Performance der Militakım? Eins sei gesagt, er sieht die Türkei momentan auf einem sehr guten Weg. Seine genaue Wortwahl: Ich kann in spielerischer Hinsicht und auch beim Teamgeist schon Fortschritte erkennen. Ja Leute, das hört sich schon mal gut an. Dennoch sei noch in vielen Bereichen Luft nach oben. Das ist aber laut Kunz auch normal, weil man noch nicht so lange zusammengearbeitet hat. Stefan Kunz führte fort: Der Erfolg ist für uns sehr zufriedenstellend und sehr hoch einzuschätzen, weil es unser Traum war, noch an den Playoffs teilzunehmen. Ja, tatsächlich ist die Playoff-Teilnahme mehr als nur zufriedenstellend. Nach der Niederlage gegen Holland hatten die meisten nämlich schon die Hoffnungen aufgegeben. Kunz hat aber nicht nur die Fans, sondern auch die Militaker motiviert, alles aus sich rauszuholen. Und das hat im Endeffekt auch super funktioniert. Und der Rest ist nun mal Geschichte. Man kann also im Großen und Ganzen sagen: Stefan Kunz. Wie dem auch sei, auf die Frage, ob er einen Wunschgegner hat, antwortete Kunz wie folgt: Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, das hat meine Oma schon früher gesagt, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Ich warte auf den 26. November und schaue, was bei der Ziehung kommt. Alle unsere Gegner werden hart sein, wenn ich aber eine Bemerkung machen muss, dann würde ich es vorziehen, nicht nach Portugal oder Italien zu reisen. Ja Leute, das würde nicht nur Stefan Abi bevorzugen, sondern auch ich. Italien und Portugal müssen jetzt wirklich nicht sein, da gefallen mir die anderen im Lostopf 1 deutlich mehr. Wen würdet ihr aber als Gegner haben, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch den Kanal für mehr Videos über die türkische Nationalmannschaft und Stefan Kunz. Das war's soweit von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Ich sage somit ciao und bis zum nächsten Mal.